Bildungsgerechtigkeit für Frauen und Mädchen. Das ist die Triebfeder für Helene Lange. Die Oldenburgerin steht mit ihrem Anliegen um die Jahrhundertwende im Zentrum der deutschen Frauenbewegung. Die Männer spielen Räuber und Soldaten auf unsere Kosten. Wie lange noch? Wann werden Frauen die Macht, die sie sein könnten und müssten, werden? »1919 eröffnet sie als Alterspräsidentin die erste hamburgische Bürgerschaft. Es ist das Jahr des Frauenwahlrechtes und wohl der bedeutendste Moment ihres politischen Lebens. 3 Jahre später trägt sich die Frauenrechtlerin in das Goldene Buch Oldenburgs ein. Eine wichtige Anerkennung der Stadt für ihren lebenslangen Einsatz.« Helene Lange war ja eine bedeutende Persönlichkeit schon im Kaiserreich und dann natürlich auch als Abgeordnete, als Politikerin, als Frauenrechtlerin, als Pädagogin. Und ich denke, dass man sie als unter der Rubrik bedeutende Tochter der Stadt dermaßen geehrt hat. Aber es ist schon bemerkenswert, wenn man schaut, dass sie neben Staatspersönlichkeiten hier aufgeführt ist, welche Wertschätzung offensichtlich damals schon in Oldenburg ihr gegenüber entgegengebracht wurde. Helene Henriette Elisabeth Lange wird im Revolutionsjahr am 9. April 1848 als einzige Tochter von 3 Kindern einer Kaufmannsfamilie in Oldenburg geboren. Ihre Familie lebt in der Achternstraße 2, ihre Großeltern wohnen in der Langenstraße. Zu dieser Zeit ist Oldenburg ein Großherzogtum und Teil des Deutschen Bundes. Männer haben das Sagen. Schon die junge Helene erbost sich über die Ungerechtigkeiten. Während Mädchen die Hausarbeit machen, dürfen die Jungen durch die Gärten toben. Dabei spielt sie so gerne mit. Helene Lange, er schreibt ja ganz begeistert von ihrer Kindheit und der Möglichkeit, auch sich zu entfalten als Kind. Mit ganz viel Fantasie im Torfhaufen zu spielen, der hinter dem Haus sich befand. Der Torfhaufen wurde mal zur Burg von Troja und das alles schildert sie ja sehr lebhaft, wie sie das ausgekostet hat. Und dazu gehörte auch winterliches Schlittschuhlaufen. Damals können sich vor allem die Kinder von bürgerlichen Familien eine höhere Schulbildung leisten. An den wenigen weiterführenden Schulen für Mädchen wird nur Haushaltsführung, Sprachen und Handarbeit gelehrt. Sowas wie Philosophie, höhere Mathematik oder solche Dinge waren nicht vorgesehen, sondern für Frauen aus der höheren Bildungsschicht oder Kaufmannsfamilien wie Helene Lange war ja nur eine Bildung vorgesehen, dass man mit dem Mann reden konnte, mit ihm unterhalten, aber nicht eigene Gedanken oder Strukturen entwickelte. Man lernte nicht übermäßig. Der Verstand wurde so weit geschont, dass man ihn nachher noch hatte. Helene Langes Eltern sterben früh. Mit 16 Jahren wird sie zur Vollwaisin. Ihr Vormund, der Großvater, hat die damals üblichen Vorstellungen für ihren Lebenslauf. Heirat, Hausfrau, Mutter. Lehrerin werden? Nicht mit ihm. Sie hat ja diese gängigen Konventionen über den Haufen geworfen und gesagt, Frauen können auch denken. Sie sind nicht nur dazu da, um dem Mann am Herd sozusagen nicht zu langweilen. Und gängige Theorien, wie zum Beispiel, dass Frauen keine Mathe können, weil dann das ganze Blut im Gehirn gebraucht wird, sie keine Menstruation mehr bekommen können und letztendlich keine Kinder mehr bekommen können. Und das war ja eine gängige Theorie, die wissenschaftlich vertreten worden ist. Die 16-jährige Helene Lange geht nach Süddeutschland. In dem Pensionatsjahr soll sie Hauswirtschaft lernen. Als der Sohn der Gastfamilie über seine Vorlesungen spricht, wächst bei ihr der Wunsch, selbst zu studieren. Ihr war aber auch klar, das hatte sie ja schon wirklich mitbekommen, auch von zu Hause hier, das war ihr verwehrt. Nicht, weil sie blöd war oder weil die Eltern kein Geld hatten, sondern weil sie als Mädchen davon ausgeschlossen war. Und diese, ich sag mal, diese absolute Diskriminierung als aufgrund ihres Geschlechtes, diese Ausgrenzung, totale Ausgrenzung, das hat sie wohl so intensiv als solches empfunden, dass sie beschlossen hat, etwas dagegen zu unternehmen. Die junge Frau rebelliert. Für sie steht fest, ich will Lehrerin werden. 1871 besteht sie als Autodidaktin das Lehrerinnenexamen. Sie arbeitet an einer höheren Töchterschule und übernimmt auch Leitungsaufgaben.
In den kommenden Jahren wird sie als Politikerin und Frauenrechtlerin aktiv. Solange die Frau nicht um ihrer selbst willen als Mensch und zum Menschen schlechtweg gebildet wird, solange sie nur des Mannes wegen erzogen werden soll, solange konsequenterweise die geistig unselbstständige Frau die Beste ist, solange wird es mit der deutschen Frauenbildung nicht anders. 1889 reicht sie gemeinsam mit anderen bedeutenden Frauen wie der radikalen Frauenrechtlerin Minna Kauer eine Petition beim preußischen Unterrichtsministerium und dem Abgeordnetenhaus ein. Die gelbe Broschüre. Sie soll eine Reform der Mädchenschule bewirken, gleiche Bildung für Mädchen und Jungen und bessere Berufschancen für Lehrerinnen. Obwohl die Petition keinen Erfolg hat, ist Helene Lange jetzt eine bekannte Persönlichkeit. Dann ging es aber auch Schlag auf Schlag. Sie gründet gleich sofort mit ein paar anderen zusammen, Löper Husell und Auguste Schmidt, den Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenverein. Rapzap bekommt der Zweigstellen im ganzen Land. Auch sofort ein Jahr später hier in Oldenburg, ein ganz wichtiger Frauenverein hier in Oldenburg, der nicht nur die Interessen der Lehrerinnen vertreten hat, sondern die aller Frauen. Gegen ihre Bestrebungen wehren sich die männlichen Kollegen. Nicht zuletzt aus Angst vor der Konkurrenz. Sie gründen den Verein gegen den Feminismus. Es ist ein Stück naiver männlicher Eitelkeit, ihre Welt für die beste der Welten, für die einzig mögliche Welt zu halten. Frauen, die daran zu rütteln wagen, die insbesondere die Herrenstellung und Herrenmoral des Mannes anzugreifen wagen, erscheinen ihm als persönlicher Feind. 1893 gründet Helene Lange eine Zeitschrift, die die Frauenbewegung für Jahrzehnte begleiten wird. Die Frau, Monatsschrift für das gesamte Frauenleben. Im gleichen Jahr wird sie ein Vorstandsmitglied des Bundes Deutscher Frauenvereine. Sie analysierte die herrschende Gesellschaft, in der sie lebte, als reinen Männerstaat, der so nicht funktionierte. Und damit sich das ändert zum Positiven einer Gesellschaft, ist es zwingend notwendig, dass Frauen in gleicher Weise daran beteiligt werden. 1896 können durch ihre Gymnasialkurse erstmals in der deutschen Geschichte 6 Mädchen das Abitur absolvieren. 2 Jahre später tritt die junge Gertrud Bäumer in ihr Leben. Als Freundinnen bilden die beiden eine jahrzehntelange dauernde Lebensgemeinschaft. Gemeinsam setzen sie sich für mehr Frauenrechte ein. Ich bin dankbar, dass Furcht nicht in die Konstruktion meiner Persönlichkeit einbezogen wurde. Sie muss sehr unbequem sein. Sie ist Streitigkeiten nicht aus dem Weg gegangen, war wohl eine recht disziplinierte Frau. Sie hatte sich die Verbesserung der Mädchen- und Frauenbildung auf ihre Fahnen geschrieben. Und das war auch ihr Ding. Ab 1908 dürfen sich Frauen politischen Parteien anschließen. Helene Lange zögert nicht. Für die Deutsche Demokratische Partei wird sie 1919 in die hamburgische Bürgerschaft gewählt. Wenn ich noch gut schreiben könnte, so würde ich aus dem furchtbaren Schlamassel, das die Männer aus der Welt gemacht haben, die Unmöglichkeit des männlichen Stimmrechts konstruieren. Aus persönlichen Erfahrungen heraus hat sie ihr Leben bestritten und hat für Rechte der Mädchen und der jungen Frauen, für Bildungschancen gekämpft und hat einen solchen Stellenwert dann erreicht, dass sie wirklich in der Weimarer Republik dann wirklich eine ganz anerkannte, eine Grande Dame der Frauenbewegung gewesen ist. Mit über 70 Jahren zieht sich Helene Lange von der aktiven Arbeit zurück, als hoch angesehene Persönlichkeit. Ihre Verdienste werden auch in ihrer Heimatstadt Oldenburg anerkannt. Der Kontakt zur Heimatstadt war für die Lange ganz außerordentlich wichtig. Sie ist auch oft hierher gereist. Sie ist von den Frauenvereinen und Verbänden, vor allem den Lehrerinnen hier, immer wieder eingeladen worden. Und dann, das ist ein ganz entscheidendes Jahr für Oldenburger Mädchen vor allem gewesen, da gab es das erste Mal an der Cäcilienschule die Möglichkeit für Mädchen in Oldenburg das Abitur zu machen. Ab 1922 an der Cäcilienschule. Kurze Zeit später erhält sie die Ehrendoktorwürde der Staatswissenschaften von der Universität Tübingen und die preußische Staatsmedaille für Verdienste um den Staat.
1928 wird sie zur ersten Ehrenbürgerin von Oldenburg. Sie ist bislang, Schande auf unser Haupt, die einzige Ehrenbürgerin der Stadt Oldenburg. Und das wäre natürlich auch etwas, was sich hoffentlich irgendwann mal ändert. Aber auch damals hat sie wirklich bemerkenswert einen Markstein gesetzt. Und das zeigt auch, dass sie wirklich von den Oldenburgerinnen und Oldenburgern, trotz ihres Themas, was ja sicherlich sehr polarisiert hat noch in der damaligen Zeit, die Frauengleichberechtigung war sicherlich nicht so selbstverständlich in der Akzeptanz, wie es vielleicht heute sein sollte. Von daher ist das schon bemerkenswert, dass sie wirklich so früh diese hohe Würde bekommen hat. Noch heute wird in Oldenburg an Helene Lange gedacht. Es gibt den Helene-Lange-Preis, es gibt eine Büste, die aufgestellt wurde. Es gibt die Schule, die Helene-Lange-Schule und die Helene-Lange-Straße. Und ja, es gibt auch ihre Adresse, die erinnerungswürdig ist, sozusagen dort, wo sie geboren wurde. Seit 2010 sind wir Frauenort Helene-Lange in Oldenburg. Das ist eine Initiative des Landesfrauenrates Niedersachsen. Und wir sind stolz darauf, eben dort Anteil zu haben. Mit Vorträgen, Lesungen, Ausstellungen und Stadtführungen des Zentrums für Frauengeschichte auf den Spuren Helene Langes wird sie bis heute geehrt. Ihr Wirken hat für mehr Bildungsgerechtigkeit in ganz Deutschland gesorgt. Sie hat ja mal einmal gesagt, ich hoffe, irgendwann gibt es kein führendes Geschlecht mehr, sondern es gibt nur noch führende Persönlichkeiten. Und genau das ist natürlich eine ganz tolle Botschaft. Die kann man heute noch sagen, die kann man auch in 50 Jahren noch so sagen. Wenn man das Thema Gleichberechtigung sieht und nicht nur auf Männer und Frauen darauf auch bezieht, aber auch auf die ganze diverse Gesellschaft, in der wir heute leben. Heutzutage würde Helene Lange sicherlich für eine gleichberechtigtere Arbeitswelt kämpfen. Frauen und Mädchen haben noch immer Nachteile im Beruf, hauptsächlich aufgrund der Vereinbarkeitsfrage, weil Frauen und Mädchen häufiger noch die Familienarbeit, die Care-Arbeit zugeschrieben wird. Sie arbeiten häufiger in Teilzeit, arbeiten häufiger in Berufen, die schlechter bezahlt sind. Daraus folgern auch gewisse Konsequenzen für die Frauen, dass sie eben weniger Rente später bekommen, in Altersarmut landen. Das ist schon sehr gravierend. Gleichberechtigung ist ein langer Weg. Wir müssen viele Stufen hintereinander gehen. Und Helene Lange ist Grundsteinlegerin gewesen für im Sinne der Frauenbewegung. Nichtsdestotrotz haben wir bis heute noch nicht alles erreicht, was wir erreichen können und sind weiter im Prozess und weiter im Flow. Und dafür braucht es einfach auch viele Mitstreiter, Mitstreiterinnen, die uns auf diesem Weg begleiten. Am 13. Mai 1930 stirbt Helene Lange. Ihr Ehrengrab befindet sich auf dem Charlottenburger Friedhof in Berlin.